Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und da ich tausendmal gefragt wurde, ey, welches Gitarrenmodell spielst du eigentlich? Jetzt mal ein Video erstmal dazu. Und zwar ist das schnell beantwortet. Das ist eine Kirkland Modell 2150-22. Die ist überhaupt nicht so teuer. Die habe ich, glaube ich, für 220 Euro, irgendwie sowas um die 200 Euro damals gekauft. Und ich wurde auch schon relativ oft gefragt, was empfehle ich denn für eine Gitarre? Was ist denn so die Gitarre, die ich benutzen würde? Oder was für eine man sich denn kaufen soll? Und es gibt da erstmal grundsätzlich einen Unterschied zwischen Western- und Konzertgitarren. Ich würde euch, wenn ihr Rock-Pop spielen wollt, grundsätzlich immer eine Western-Gitarre empfehlen, weil Konzertgitarren nicht dafür gebaut sind, um Strumming zu spielen. Weil Konzertgitarren für klassische Musik ausgelegt sind oder für Flamenco und dafür auch einwandfrei und absolut das Nonplusultra sind, aber für diese Rock-Pop-Musik, die halt viele nachspielen wollen oder ich sag mal Lagerfeuerlieder oder auch vielleicht ernstzunehmendere Rocksachen, da findet man selten bis nie Konzertgitarren mit Nylon-Saiten. Einfach weil die von der Bauweise und von den Saiten einfach nicht dafür konzipiert sind, so zu klingen. Deshalb, wenn ihr sowas machen wollt und sowas spielen wollt, dann kauft euch auf jeden Fall eine Western-Gitarre. Und grundsätzlich ist es so, dass nicht die Gitarre den Sound macht, sondern der Spieler. Das heißt, wenn ihr cool spielen können wollt, dann müsst ihr halt spielen und viel spielen und üben. Und es gibt natürlich ein paar Ingredients, die man beachten kann. Das heißt, eine 50-Euro-Gitarre wird immer nach einer 50-Euro-Gitarre klingen. Das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar, dass billige Gitarren nicht aus Echtholz sind. Billige Gitarren sind aus irgendwelchen Sperrholz-Zusammenschlüssen und irgendwelchen Resteverwertungen. Und wenn die da irgendwie irgendwo am Band gefertigt werden mit 10.000 Gitarren im Monat oder so, dann sind die halt noch nicht gut gebaut. Dann ist es halt einfach nur nach Formel F irgendwie eine Gitarre zusammengeklebt und die klingt dann halt auch dreckig. Es ist sehr wichtig, dass eure Decke bei der Gitarre aus Echtholz ist. Am besten ist eure ganze Gitarre aus Echtholz. Und dafür zahlt man dann auch gerne ein bisschen mehr. Also man bekommt aber Gitarren mit Echtholzanteil, so dass es halt sinnvoll und gut klingt, so ab 200 Euro. Natürlich ist da nach oben Luft, man kann auch 3.000 Euro für eine gute Gitarre ausgeben, aber ich würde euch so als Untergrenze auf jeden Fall die 180 bis 200 Euro nennen, weil darunter habe ich eigentlich noch nie eine Gitarre gespielt, die mich wirklich so zufriedenstellend beeindruckt hat, dass ich sage, boah, die klingt jetzt aber toll. Was auch nicht zu, ganz kurz, bevor wir weiter auf die Gitarren eingehen, was sehr wichtig ist, ist, dass ihr gute Saiten habt. Und zwar ich präferiere Elixier-Saiten, die kosten halt dann 15, 16 Euro pro Satz, manchmal auch 17, aber die halten auch länger und die klingen einfach besser. Wenn ihr halt diese Marten oder der Dario-Sätze für 5, 6 Euro kauft, wenn euch das gefällt, wie das klingt, dann ist das alles super. Ich habe gute Erfahrungen mit etwas kostenintensiveren Sätzen gemacht, die dann aber dafür auch besser klingen. Und dann eben noch, welche Stärke spielt ihr? Es geht ja von, sagen wir mal, ungefähr 0,9, also 9er Stärken bis 12er Stärken. Manchmal, es gibt auch in Einzelfällen 13er und in Einzelfällen auch 8er. Und dazu kann man halt sagen, dass dünnere Saiten immer auch dünner klingen. Das heißt, wenn ihr dickere Saiten habt, sind die natürlich schwerer zu greifen, weil die mehr Zug haben und mehr Gewicht einfach mitbringen und ihr dann ein bisschen mehr eure Finger trainieren müsst, weil ihr einfach mehr Muskeln aufbauen müsst, um das zu drücken in den Fingern. Aber die haben auch meistens einen dickeren und basslastigeren Klang. Genau, ganz allgemein zum Gitarrenkauf zu sagen. Wie gesagt, Untergrenze ist 200 Euro. Und macht es einfach ganz klassisch, so wie jeder das von uns schon immer mal gemacht hat. Geht in den Gitarrenladen, spielt einfach 10 Gitarren und nehmt die euch am besten gefällt. Dabei ist halt darauf zu achten, achtet wirklich drauf, dass euch der Klang der Gitarre gefällt und nicht die Marke, die da drauf steht. Weil es gibt bestimmt Gitarren, die von unbekannteren Firmen sind, die so um die 200 bis 300 Euro kosten. Und dann Gitarren von Marken, die halt, sagen wir mal, etablierter sind. Sagen wir mal Fender, Gibson, Ibanez oder halt dann ESP in dem Fall oder irgendwelche anderen Sachen.
die halt bekannter sind, die auch Akustikgitarren bauen natürlich auch gute Akustikgitarren bauen, aber nur weil da jetzt eine Markenname draufsteht, heißt das nicht, dass die unbedingt besser ist, weil die 200 Euro mehr kostet. Also es kann durchaus sein, dass die 400 Euro Gitarre von der Marke gleichwertig ist wie die 300 Euro Gitarre von der nicht so bekannten Marke. Kann natürlich sein, dass die besser ist, aber was ich damit sagen will, entscheidet wirklich danach, klingt die Gitarre gut und nicht steht da der und der Markenname drauf. Weil es auch oft so ist, dass gerade viele Firmen, die halt dadurch Bekanntschaft erlangt haben oder dadurch halt so unique sind, dass sie halt E-Gitarren herstellen, dann natürlich auch hochwertige Akustikgitarren herstellen. Aber das ist halt nicht deren Spezialgebiet. Natürlich baut Fender auch gute Akustikgitarren, aber Fender spiele ich, weil ich Stratocaster gerne spiele und nicht, weil ich eine Fender Akustikgitarre gerne spiele. Und genau, es gibt halt, genauso wie es Spezialisten bei E-Gitarre gibt, gibt es auch Spezialisten bei Akustikgitarre. Zum Beispiel Taylor fällt mir spontan ein. Taylor Akustikgitarren sind wahnsinnig gut. Und ihr könnt euch da auch beraten lassen im Gitarrenladen und einfach mal ein paar durchprobieren. Und wenn ihr eine Fender findet, eine Fender Akustikgitarre, die euch total geil gefällt, dann kauft die um Gottes Willen. Auch wenn die 100 Euro mehr kostet als eine andere, aber wenn das Ding ist und wenn ihr euch die taugt, dann packt das Geld auf den Tisch und nehmt die mit. Oder wenn jetzt irgendwie ja eine von Gibson oder von Ibanez findet, die euch total umhaut, dann kauft die auf jeden Fall. Aber kauft die nicht, weil da der Name draufsteht, sondern kauft die, weil euch der Sound gut gefällt. Und halt, was ich am Anfang schon gesagt habe, was auch einfach immer noch stimmt, deshalb sage ich nochmal, der Spieler macht den Klang, also die Finger machen den Sound, nicht das Instrument. Zumindest zu ungleichen Anteilen. Genau, an sich würde ich sagen, das ist es auch schon, was man für den Gitarrenkauf erstmal beachten muss. Wichtig ist halt, zusammenfassend, Echtholzanteil, am besten komplett aus Echtholz, wobei ihr da halt euch schon so in der Region 500 bis 1000 Euro oft bewegt. So, das war's erstmal von meiner Seite aus. Ich bekomme auch relativ häufig halt so Fragen, was für Kram benutzt du und was für Plektren soll ich mir kaufen und so. Und ich habe mir jetzt einfach mal, weil ich das nicht immer einzeln so beantworten kann oder das auch müßig finde, und ich dachte, es ist vielleicht praktischer, wenn ich einfach das alles mal zusammenschreibe und eine Liste mache. Und die könnt ihr euch jetzt hier unten in der Videobeschreibung, gibt es einen Link, da kommt ihr dazu, was einfach so Produkte sind, die man einfach mal ausprobieren kann. Oder halt so, also was Plektrum angeht oder Saiten oder Stimmgeräte oder irgendwelches Zeug. Und ihr könnt da auch draufklicken, dann kommt ihr direkt zu dem Händler, wo ihr dann hin wollt. Ich dachte mir dann, habt ihr einfach... Wenn ich schon dabei bin, mache ich es schon richtig. Und ja, dann die Liste aktualisiere ich auch immer. Das heißt, wenn ich irgendwas finde im Musikladen, was ich irgendwie geil finde, dann stelle ich das dann mit rein, mit einer kleinen Empfehlung, dass ich das einfach gefunden habe, dass mir das gut gefällt. Und dann könnt ihr das vielleicht mal ausprobieren und gucken, ob euch das was taugt. Okay, das war's von meiner Seite. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr Videos und Tutorials und Songs und alles, was mit Gitarre zu tun hat, dann... besucht meinen Channel, klickt auf meine Videos, guckt es euch an, lasst mir ein Abo da, wenn ihr Bock habt und dann bis nächstes Mal. Ciao.